Lockdown-Leider. Und es zeichnet sich ja ab, dass noch ein bisschen dauern wird, bis wir wieder in die Turnhalle zurückkehren. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, wie ihr seht. Wir brauchen heute einen Stuhl oder irgendwas, wo man Bein hinten auflegen kann. Vielleicht holt ihr euch da noch schnell was und dann geht's los. Schulter sinken lassen, nach oben.
sinken lassen. Und noch abwechseln. Fuß zurück.
Komm, Käse vor. Fuß zurück. Thank you.
Bleib unten, öffne, tief.
Knie ab, schieb den Po zurück auf die Fersen. Jetzt darfst du die Arme locker lassen und den Rücken rund. Kurze Pause und dann komm wieder nach vorne. Unterarmstütz, zweiter Durchgang. Knie weg, gerade halten, gerade ausrichten, Bauchnabel nach innen ziehen. Und dann rechts, links.
Noch zwei, vier. Knie an. Und schieb zurück. Arme ablegen, Rücken rund. Kannst die Arme auch neben den Körper ablegen. Gut. Dann komm in die Bauchlage. Leg die Arme an die Seite. Den Kopf gerade, du hebst die Stirn leicht an. Die Beine, Knie weg vom Boden, lange Beine und paddeln, auf und ab, kleine Schritte in der Luft. Und dann halt an, leg ab. Du drückst den Fußriss in den Boden, die Knie liegen nicht am Boden auf, du hast Spannung in den Beinen. Beugst die Arme im rechten Winkel, den Kopf wieder gerade halten und du hebst das U auf und ab. Wenn du anhebst, ziehen die Schulterblätter hinten zueinander, nur die U halte, die bleibt und du hebst nur auf und ab. Du hast lange Beine, die Knie sind nicht am Boden und drückst die Fußsohle fest in den Boden. Wenn die Fußsohle im Fuß rist. Und dann noch zwei. Und die Hände unter die Stirn. Jetzt locker lassen, Knie auf den Boden. Einen zweiten Durchgang. Arme strecken nach außen. Kopf leicht anheben, Beine heben. Kleine Schritte. Halten. Fußriss ab, Arme beugen, heben und senken. Lange Beine, Spannung, Bauchnabel nach innen ziehen. Ab, lass locker und dreh dich auf den Rücken. In die Rückenlage. Leg die Arme an der Seite ab. Stell einen Fuß auf, Knie zur Decke. Das andere Bein hebst du gestreckt an, zur Seite fallen lassen, nach vorne kreisen und wieder heben. Du lässt das Becken liegen, lass das Bein nur so weit kippen, wie du es mit dem Becken dagegen halten kannst. Es ist bei jedem anders. Lieber die Kreise kleiner machen. Und den Bauchnabel ziehst du nach innen. Dein Rücken ist immer auf der Unterlage, du hast da Kontakt. Standbein steht fest. Bewegt sich nicht, Becken ist fest. Genau, machen wir noch zwei mit dem Bein. Dann schnell auf. Und dann wechseln das Bein. Anderes Bein. Den Bauchnabel ziehst du wieder nach innen. Standbein steht fest am Boden. Dann
noch zwei so. Stell beide Füße auf, nimm die Hände hinter den Kopf. Ellbogen weit zur Seite und dann zieh hoch und ab. Dann ziehst du dein rechtes Knie mit an und streckst es aus. Hände sind locker am Kopf. Und dann wechselst du es weiter. Stell ab, zieh nochmal gerade. Und nochmal 8. Und ablegen. Hände raus, Arme an die Seite legen. Du gibst die Beine im rechten Winkel. Zieh den Bauchnabel nach innen fest, tippst mit einem Fuß vorne auf, ziehst wieder zurück. Anderes Bein. Immer abwechselnd rechts und links. Die Arme liegen locker an der Seite, Schultern fallen auf die Matte. Der Bauch ist fest, den ziehst du nach innen und den Rücken drückst du auf die Unterlage. Und du kommst immer wieder sauber in die Ausgangsposition zurück. Hast die Knie im rechten Winkel, die Unterschenkel parallel zum Boden. Wenn du die Atmung mitnehmen willst, dann atme aus, wenn du vorgehst. Jedes Bein noch zweimal. Und dann halt. Streck die Beine nochmal nach oben in die Hände hinter den Kopf, Knie und Ellbogen zueinander. Wir haben es gleich geschafft, die letzten 8. Noch 4. Und dann streck dich aus. Lange Beine. Atme tief in den Bauch ein und aus. Einatmest und sich die Bauchdecke wölbt nach außen, dann dehnst du auch die Bauchmuskulatur.
dann stell beide Füße auf. Zieh dein rechtes Knie ran, fass es mit den Händen und streck das Bein aus, zieh es zu dir her. Versuch das Knie ganz zu strecken. Und dann beug schnell ab, wechsel das Bein, streck es aus, zieh es zu dir her. Du ziehst beide Knie ran, streckst beide Beine aus, ziehst sie ran. Beug wieder und die Hände ans Knie, schaukel rechts und links. Dann lass dich auf die rechte Seite kippen, die Hände nach vorne in Richtung Winkel. Und dann nimmst du den oberen Arm, öffnest weit nach hinten und legst ab, wenn es geht, bis zum Boden. Mit den Knien ziehst du dagegen, so ziehst dich in der Diagonalen weit auseinander. Ganz schwer Richtung Boden und die Knie, die ziehen dagegen, die sind auch am Boden. Und dann nimm den Arm zurück und du wechselst zur anderen Seite. Knie zur anderen Seite kippen lassen, Arme im rechten Winkel nach vorne legen und dann den oberen Arm öffnen, weit nach hinten, wenn es geht, bis zum Boden und die Diagonale spüren. Dehnung in der Seite, den Knie ziehst du dagegen und der Arm fällt Richtung Boden. Und dann dreh dich zurück auf den Rücken. Streck dich da nochmal lang aus. Beweg deine Füße, deine Zehen. Dann hänge ich in der Kniekehle deinen Po hoch in den Sitz. Du kannst die Füße aufstellen, dann nimmst du die Arme hoch und lässt dich nach vorne fallen. Richtig wieder auf. Wenn du magst, kannst du dich jetzt auf den Stuhl setzen, kannst aber auch am Boden sitzen bleiben, wie es für dich angenehmer ist. Wir wollen noch ein bisschen Nacken, Hals entspannen. Du nimmst den rechten Arm über Kopf, drückst an die Seite mit dem Ohr dagegen und ziehst die linke Schulter tief. Das hältst du ein bisschen und immer wieder ziehst du ganz bewusst die Schulter nach unten. Du spürst die Dehnung deiner Halsaußenseite. Dann lösen und die Hand ein Stück nach hinten setzen. Jetzt ziehst du diagonal mit dem Kinn nach vorne Richtung Brust. Und mit der Hand drückst du dir dagegen und du ziehst die linke Schulter tief. Immer mal wieder ganz bewusst nochmal nach unten ziehen. Und dann spürst du die Dehnung jetzt ein Stück weiter hinten. So, mit jeder Ausatmung fällt die Schulter nochmal nach unten. Und du kannst die Dehnung dann wieder spüren. Lösen. Andere Seite. Über Kopf ans Ohr und die Schulter nach unten ziehen. Wenn du am Stuhl sitzt, kannst du den Arm schwer nach unten hängen lassen.
verstärkt die Wirkung nochmal. Dann lösen. Die Hand geht ein Stück nach hinten, du ziehst diagonal mit dem Kinn schräg nach vorne. Die Schulter zieht wieder tief. Wieder ausatmen. Nochmal nach. Und lösen. Dann nimmst du die Finger ineinander, setzt hinter den Kopf. Dann gehst du mit dem Kopf nach vorne, Kinn Richtung Brust. Du bleibst lang im Rücken. Und du ziehst jetzt mit den Schultern wieder nach unten. Du hast die Dehnung jetzt hinten im Hals. In der hinteren Halsmuskulatur neben der Halswirbelsäule. Ganz bewusst mit den Schulterblättern nach unten ziehen. Und wieder lösen. Schulter kreisen. Zweiter Mal. Aufrechter Sitz und dann nimmst du die rechte Hand aufs linke Knie, setzt die linke Hand nach hinten in die Mitte und dann drehst du zurück, schaust über die Schulter nach hinten. Immer noch mal ein Stück nachdrehen. Mit jeder Ausatmung wieder noch mal ein Stück nach hinten drehen. Du bleibst lang im Rücken. Und dann wechselst du, andere Seite. Und drehst wieder nach vorne. Nimmst die Arme über die Seite hoch. Legst die Hand in den Flächen aneinander, kommst über die Mitte ab. Und dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wer jetzt nochmal Lust hat auf eine Einheit, der schaltet Twitch-Kanal TV-Maus um. In einer Viertelstunde ungefähr startet die nächste Live-Übertragung. Könnt ihr gerne noch mitmachen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Und freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss!